Leute. Hier ist mal wieder Krisha bzw. On My Way to Oni mit einem weiteren Let's Try, Let's Fail, Let's Play. Heute spielen wir Orcs Must Die Unchained. Das ist ein Free-to-Play MOBA Game, wie es so üblich ist auf einem Channel. Es ist zurzeit in der Closed Beta und ich weiß eigentlich kaum was über das Game, da ich die ersten zwei Teile nicht gezockt habe, also Orcs Must Die 1 und 2. Und ja, ich würde sagen, ohne viel rum zu erzählen, starten wir einfach mal ins Game. Puh, Multiplayer, Custom Tutorial, boah, komm, spiel mal. Wollen wir ein Tutorial zocken, Leute? Ja, wollen wir. So. Ich schalte dadurch auch verschiedene Game Modes frei und wir machen das einfach mal. Wie gesagt, ich weiß, dass es halt ein. Also, man sammelt hier irgendwie Karten. Mit diesen Karten kann man dann bestimmte Türme oder sowas beschwören. Also, es ist. Ich will jetzt nicht zu viel über das Game erzählen, weil ich auch fast gar nichts darüber weiß. Ich kenne mich nur ein bisschen mit dem ersten und zweiten Teil aus. Und mit den zwei Teilen kenne ich mich halt gar nicht aus. Mit den zwei? Mit dem Teil hier. Das einzige, was ich halt weiß, ist das erste Free-to-Play von Orcs Must Die. Also von diesem Game. Welcome to the Orcs Must Die Unchained Basic Tutorial. This level will quickly teach you the absolute bare essentials you need to know before you can start playing. This is the Rift Room. Think of it as your base. This is the enemy Rift Room. Think of it as their base. The game's core objective is to escort your minions into the enemy rift and keep their minions out of your rift. Simple, right? Now let's get started. Okay, also ist klar. Man hat hier einen ganz normalen Champion. Ich wage jetzt die Vermutung, beziehungsweise behaupte jetzt einfach. Wow, wow, kann man hier. Kann man sterben? Woo! Das ist ja cool. Mama. Das ist echt cool. Also man stirbt zwar nicht, das ist noch cooler, aber ich kann schon mal runterspringen. At the beginning of every match, the first thing you need to do is place a minion card into the open war camp. Okay, okay. Don't worry, I'll explain what that means in a second. Just follow the big pointy arrow in the air. It'll show you the way. Also ist doch Grafik jetzt von rein mal kurz. Ich weiß, ich bin ehrlich gesagt keine Grafik-Crew, aber das Spiel muss ich jetzt einfach mal so loben, wo ich zum ersten Mal zocke und es ist in der Kurve später. They will not pass. Das ist sozusagen unser Nexus, so wie in League of Legends halt. Das dürfen wir nicht zerstören lassen. Hier heißt es halt Rift Defenders, Rift Against Enemies, also den Gegner. Okay. So, ich muss halt diesen Fall vorstellen, dann kriege ich über die Map. Ich habe hier halt bestimmte Fähigkeiten. You see those big doors? Okay, warte. That's a war camp. It's where your minions spawn from. Ah, okay. At least it will once you add a minion card to it. Walk up to the doors and press the F key. Select a minion card at the bottom of the menu and press the accept button. Okay, also man hat dann später halt verschiedene Minions. Also wie in League of Legends theoretisch, bloß dass man halt jetzt nicht von oben guckt, sondern direkt als halt Top-Person. Ja, also das ist great. Cool. Now the minions you selected will spawn with the next wave. Okay. Always remember to put a card in the war camp at the start of a game. If you don't, you won't be spawning minions. Okay. Next, you want to start upgrading the war camps so it can spawn better minions. You can do that by spending leadership. Press the upgrade 1000 button at the great. If your team spends 5000 more leadership on this camp, you'll be able to play level 2 minion cards. Now close the menu and get ready. Your minion. Help escort your minions down the lane and into the enemy rift. There's an enemy gate in your way. Help your minions break it down by attacking it. Also
PvP-mäßig, also auch so eine Be careful, that's an enemy guardian. They're much stronger than you. This is a lost cause. You can't beat a guardian by yourself with these weak minions. Retreat before he kills. That's alright. Guardians are tough. Let's try playing a little defense instead. But first, you need to spend some of the leadership you earned escorting your minions. Head to the war camp on the other side of the map. This war camp is currently closed, but press the open 1000 button. It will take a while to open this war camp by yourself. So here's a little extra leadership to open the camp right now. Great. Now add a minion card to the camp. Good work. It's critical to add minion cards to newly opened camps. If you don't, they won't spawn minions. Now close the menu and follow the arrow to your team's keep. Never mind, mein Fahrzeug verkauft kurz drin. Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht zugehört. Super. To open gates, look at the lever and press the F key. So, ich muss den angucken. Hey, Scheiße. Ich hab schon wieder nicht zugehört. Jetzt siehst du, was ich hier fast gedrückt wurde. Wie soll ich gleich kommen? Warte mal, ich kann doch hier außen rumlaufen, oder? Scheiße, es geht nicht. Quatsch. Oh Gott, das ist so schön. Ja, das ist doch meine Mauer, warum geht die jetzt nicht auf? Scheiße. Was tut mir leid, Leute. Dreck. Ja, mach mal auf, Junge. Das ist das, dass ich auch nochmal irgendwie im Buffs gekocht habe. Ich kann jetzt irgendwelche Buffs geben, wenn ich das gecheckt habe. So, hier, ganz cool gemacht. Dann gibt's auch noch. Great. Don't forget to close the gate after yourself. Schließen, damit die gegnerischen Minions sozusagen nicht durchkommen. Das ist jetzt sozusagen jetzt meine Seite mit dem Wächter. Okay. It looks like while you were off on offense, the enemy minions knocked down your gate. If you want to keep them out of your rift, you're going to have to play some traps and play some defense. To place traps, you'll need some coins. Here's a little to get you started. Start by placing a ground trap here. You can select what traps you want to place by using the scroll wheel on your mouse or the number keys on your keyboard. Okay, das ist ja mal cool. Also man kann ja auch Pfeil aufstellen. Das heißt, es ist eigentlich ein Mix aus Pfeil, den ich denn kenne, Dungeon Keeper und halt gleichzeitig Smite. Also sowas wie halt ein Mover, aber halt für Person sich. Und auch noch die Confessions, also das ist eine richtig geile Verbindung. On second thought, that spot's terrible. Sell that trap and get your coin back by looking at it and pressing the F key. Try placing a trap over here. Okay. Great job, but heads up. It looks like another wave of minions is about to spawn. Here's some more coin. Use it to place a few extra traps before the minions get here. Here they come. Remember, you have to keep enemy minions from getting into your rift. So, was macht das? Arrow Wall? Okay, das ist alles klar. Vielleicht können wir blocken hier. Founder gibt's hier. Watch for trap! Caught here! Scheiße, wir treffen die Minions. Whoa. Good work. You killed the minions in that wave. Before the next wave, let's go spend some of that leadership you've earned to upgrade a war camp. Head back to the first war camp on the other side of the map. So, also hier muss man dann wieder zu Gate öffnen, dann am besten Gate öffnen und dann wieder zu Base fliegen. Paar Punkte abzugeben. Walk up to the doors and press the here's a little more leadership to finish upgrading the camp. Okay.
Excellent. Now select a level 2 minion card from the menu and click the accept. I'll add the other 4 cards your teammates would normally play to help you on offense. Now close the menu and get ready. The next minion wave is about to spawn. With this many minions, you'll be able to get past the guardians blocking the gate. Now escort your minions to the enemy rift. No fear! I just broke a nail! Get your axe out of my way! Ignore the guardian and help your minions break down the gate. Good work. There's only one gate left to break down. Keep going, you're almost there. That's the last gate. Break it down so your minions can reach the enemy rift. Congratulations, you've completed the basic tutorial. You now know just enough to get started. Be sure to play a few co-op games before trying unranked matches. Good luck and have fun. Ein Level hochgekommen, bin jetzt Level 2. Okay, ich habe ein Free Pack bekommen, also mit Karten, und kann mein Deck sozusagen aufstellen. Ja, cool. Gucken wir erstmal. Hier, ich pack mal hier Money weg. Nee, lag gerade so ein bisschen auf dem Tisch rum. Muss ja nicht sein. So. Gehen wir mal direkt zu den Karten und gucken wir mal an. Also hier sind hier sozusagen diese Champs, also mit denen man selber spielt. Ich habe, glaube ich, mit diesem hier, mit diesem War Mage gespielt oder so. Deck Editing. Oh Gott. Ja, machen wir halt New, dann hier Mega Ultra Noob Deck. Damit jeder Bescheid weiß, wie gut ich bin. Der Deck also contains so noch dieses Card. Ah, okay, also das ist schon sozusagen drin, ne? Machen wir mal, hier drauf. Okay. So, machen wir erstmal Card Packs. Ja, so. Hier, machen wir hier auf. Das habe ich ja schönes gekriegt. Einmal eine Dings, ein Gerät, also Gear. Dann 2 Fallen, dann eine Glyphe und noch eine Falle. Gut, machen wir erstmal dann. Card Grinder. Okay, also das sind jetzt. Das sind jetzt das Inventar, das heißt, das sind jetzt eigentlich meine Karten, die ich besitze. Also einmal halt ein Champion, 2, 3, 4, 5, 6 Champions. Echt am Anfang gleich? Ja, okay, cool, ne? Dann steht halt immer oben da, ob das halt ein Damage-Dealer, ob das jetzt halt ein Tank ist und ich dächte doch, dass es auch Supporter geben. Gucken wir mal. Nee, irgendwie sehe ich das gerade nicht. Nee, also ich sehe nur Damage-Dealer und Tanks. Also mit dem Schild oder mit dem Schwert halt. Okay. Ich dachte, hier gibt es noch irgendwie Healer oder sowas. Aber gut, das ist jetzt vielleicht wegen der Close Beta oder so. Ich will jetzt nicht so viel Scheiße erzählen, weil wie gesagt, ich kann mich mit dem Game nicht machen. Ich mache einfach mal so das Deck hier. So. Ah, was ist denn jetzt? Ah, okay, jetzt. Der Deck can hold no more cards of this type. Ach so, okay, also. Von bestimmten Typ sozusagen kann man halt nur bestimmte Karten haben. Also hier sind die Fallen, ich habe 4 Fallen. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Minions. Also Vasallen von mir aus auf Deutsch. Und alles andere muss ich halt freischalten. Ach so. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt eine Falle zum Beispiel rausnehme? Sagen wir mal, ich nehme jetzt diese Arrow Wall irgendwie raus, wie auch immer das geht. Ist das hier?
Okay, hier Trap. Okay. Ach, wisst ihr was, wozu denn? Komm, wir spielen jetzt Scheiß auf das Stack. Wir machen einfach mal hier Solo, Easy, Fine Game und dann zocken wir erstmal in Koop, damit wir ein bisschen wenigstens gegen Bots und ein bisschen Gegner haben. Ja, so. Ja, was soll ich noch kurz sagen? Kleines Update vielleicht in der Hinsicht, wie ich jetzt meinen Channel weiterführen werde. Das wird im folgendermaßen halt aussehen, dass ich wirklich jeden Tag, das heißt von Montag bis Sonntag, werde ich ein Video hochladen mit einem neuen Game. Das heißt, zum Beispiel, also von irgendeinem Game, was ich noch nicht gemacht habe. Und ich denke mal, ich werde jetzt spätestens nächste Woche Montag, das heißt, welcher ist das dann? 22. müsste das sein. Werde ich nochmal ein kleines Update liefern. Und also da werde ich auch ein neues Game vorstellen natürlich, genau wie heute. Aber das Update wird dann sich darum drehen, welche Spiele zu welchen Tagen ich jetzt spielen werde. Das heißt, natürlich werden es immer wieder MOBAs sein. Aber ich denke mal, ich werde das halt so einführen, sagen wir von mir aus so Montag League of Legends, dann sagen wir Dienstag hier Orcs Must Die Unchained, dann Mittwoch Deadbreed, Donnerstag, was habe ich da noch Schönes, genau, Donnerstag Tomb of Immortal Arena, Freitag machen wir von mir aus Dead Island Epidemic, das ist so ein Zomba, das heißt ein Zombie-MOBA. Also eine Verbindung aus den beiden ist auch richtig gut und ist gerade in der Open Beta, das heißt, es können alle zocken. So, dann sagen wir Samstag von mir aus Noskov. Das ist auch, das ist halt auch ein MOBA, aber halt ein bisschen anders, weil man da halt wirklich, das ist komplettes PvP und man ist halt in so einer kleinen Arena, also auf einer kleinen Map. Und da gibt es keine Minions, gar nichts, sondern wirklich nur komplettes PvP. Es ist wirklich richtig cool. So, bevor ich hier weiter erzähle, pick ich mal lieber hier meinen Champ. Den Starterdeck und dann das hier. Ja, nehme einfach. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach Assassin Standard hier. Ich nehme einfach hier, bam, was cool aussieht. Ich habe Blackpaw genommen, also schwarze Pfote. So, nochmal kurz zurück zu einer Note. Zu den Weekly Rotations, also wöchentliche Rotation. Wie gesagt, Samstag dann Noskov, denke ich mal. Und Sonntag, was habe ich? Ich habe noch irgendein Game. Genau, ich habe noch einmal Smash Mag Champions oder, wartet, Soulstice Arena. Das sind beides Free-to-Play-Games bei Steam. Das heißt, ihr könnt die auch gerne zocken. Später, je nachdem, wie mein Channel jetzt bei euch ankommt, können wir auch zusammen zocken, das ist alles kein Problem. Davon abgesehen, dass ich natürlich nicht abgeneigt bin, wenn ihr mir irgendeinen anderen MOBA vorstellt. Und nicht nur MOBA, das heißt, das wollte ich euch auch noch erzählen, nämlich, dass ich einen zweiten Kanal aufmachen werde. Beziehungsweise, ich habe schon einen, aber habe da noch keine Videos geuploadet. Und der zweite Kanal wird sich halt um andere Videos drehen, das heißt keine MOBA-Spiele, das heißt, sagen wir mal CSGO, also irgendwelche Shooter, ja, was noch, Kartenspiele von mir aus hier, solche, ich habe ein paar Beta-Keys für zum Beispiel Hex-TCG, also Hex The Card Game, ist auch gerade in der Close Beta oder Alpha, weiß ich nicht mehr, habe ich schon länger nicht mehr gezockt. Und ja, werden wir halt sehen, wie sich das entwickelt, ob ihr halt Bock habt, ob ich überhaupt den zweiten Channel dann aufmache oder wie, je nachdem, wie ihr Lust dazu habt. Also wenn ihr wollt, dass ich irgendwie spiele, was jetzt vielleicht schon in der Open Beta ist oder von mir aus ihr einen Game Key habt, den ihr nicht braucht für irgendeine Close Beta, bitte an mich. Ich werde es anzocken, euch vorstellen und mir eine Meinung dazu bilden und sie euch dann erzählen, sagen wir es mal so. Aber erstmal bleiben wir halt bei Orcs Must Die Unchained. Zock mal kurz das Co-op-Game. Oh Gott, ich muss was trinken. So. Und wenn wir das hier fertig haben, dann ja, sehen wir uns halt morgen.
denn morgen ist Samstag. Samstag, ja. Ich denke mal, ich werde auf Noskor. Ich habe irgendwie Bock auf Noskor wieder. Ich habe das in der Closed Alpha gezockt. Jetzt ist es mittlerweile in der Closed Beta, soweit ich weiß. Okay, aber genug dazu. Erstmal. Oh Gott, sieht das geil aus. Hier kann ich hier. Kann ich diese ganzen. Irgendwie den Bildschirm. So. Die Fähigkeiten irgendwie wegmachen. Ja, da rastet übelst aus, Alter. Ah, ist das geil. Ist vor allem cool, dass hier das in den Händen solche sozusagen. Du siehst du halt, dass er gleich was beschwört und in den Händen halt so ein Teil hat. Oh, und ich habe hier so richtig geile Fist Weapons, also Faust. Okay, es geht los. Bereit, Yeah.
Okay. Also.
new war cap. Look sharp! Jump over here!
So, was gibt's hier schönes? You receive your first win of the day bonus. Gained 134. Ich bin dumm. 133 Experience. So, halt Experience bekommen dann. Und was habe ich noch? Und noch ein Freepack bekommen. Also das ist ja geil. Gehen wir mal hier oben unter Karten, dann machen wir Karten-Packs, dann bam, Linksklick, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich habe eine neue Trap von oben, noch eine Trap. Ja, okay, also ein paar Traps und noch ein Gear bekommen. Ja, das soll ich dazu sagen. Also, es ist ein cooles Game. Es ist wirklich mal was anderes, wenn ihr mal eine Pause von... Ich kann eigentlich genau das gleiche sagen wie bei Deadbreed. Es ist anspruchsvoll in dem Sinne, weil man dann halt später auf PvP zocken wird und so. Und wie ihr seht, die Bots sind jetzt auch nicht irgendwie doof. Vor allem, ich habe die auf Easy gestellt. Und da gibt es die Schwierigkeitsstufen, sind ja Hard und noch Nightmare. Das heißt, achso, okay, ich muss erst Null gegen Null-Bot spielen, dann kann ich erst gegen Hard und dann erst gegen Nightmare spielen. Okay, so, dann irgendwie Tournaments gibt's hier, also wird denke ich mal so geschmiert. Ja, was bei mir ist jetzt so, wie bei mir jetzt halt aussieht mit Twitch und Streamen, kann ich euch zurzeit noch nicht sagen. Ich hab's versucht. Ich habe eine 16K-Leitung, also gar nichts. Es ist eigentlich zum Kotzen fürs Stream und es ist überhaupt nicht dafür gedacht. Du musst mir mindestens ab 20K plus, wenn nicht 30K. Kann man auch nicht streamen. Mein Rechner ist jetzt ganz okay, nicht der neueste, ein paar Jahre alt und ein paar Jahre auf halt im Buckel. Aber egal, wie gesagt, das wird die Zukunft zeigen. Ne? Ich lebe sowieso von einem Tag auf den anderen, wenn ich plane so einen Scheiß eigentlich nie. Aber ich glaube, ich muss langsam mal damit anfangen. Gut, bis dahin, Leute. Viel Spaß, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Aber das kann ich in anderen Videos wünschen, da ich ganz einfach morgen sehen. Bei einem nächsten Let's Try, Let's Fail, Let's Play von Chris Sharp bzw. On My Way to You. Haut rein!